Also, ne, DEF3. Gibt es auch keine Schilder und nichts, ne? Also jetzt in dem Sinne nach dem Motto, okay, hier Gang 1, Gang 2 oder irgendwas in der Richtung. Da haben wir auf Da jeden Fall leuchtet eine was. Art Drehrad dahinter gehabt. Ja. Irgendwelche Turbinen oder irgendetwas in der Richtung. Was haben wir da? Power Generator. Ah, looks like this generator requires gas to operate. Alles klar, wir brauchen Benzin, um das Ding zum Laufen zu bringen. Oder wir fahren einfach weiter. So. Oh. Oh, okay. Ja. Okay. Was haben wir jetzt damit gemacht? Keine Ahnung. Ach, wir haben bestimmt hier auf der anderen Seite das Gitter hochgezogen. Ja. Sehr gut. Die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter? Hätten wir nicht einfach in den Fahrstuhl einsteigen können? Wegfahren? Also, ich entschuldige mich jetzt schon für zahlreiche Verlaufen. Ich bin auch froh, dass ich jetzt Benny mit dabei habe. Doors are solid locked. I cannot pick up. These locked. Weil ich mir die Wege auch immer so gut merken kann. Na, du kannst ja das besser merken als ich tatsächlich irgendwie. Ich laufe hier irgendwo hin und denke mir: Oh, guck mal, eine Wurzel. Wo bin ich überhaupt? Was ist das? Doors unlocked. Okay. Die einzige Tür, die wir jetzt gerade passieren konnten. Und Na, wir wir suchen müssen ja. jetzt erstmal Benzin. Ja, oder einen Schlüssel für die andere Tür. Falls wir jetzt Oder? hier. Hey. Wer spricht mit uns? Eater. Read the note. Gott, ist das alt groß. Vielen Dank für Ihren Hinweis, Morris. Hier ist in der Tat alles in Ordnung. Ich bin allerdings ein wenig beunruhigt. Die Nachrichten werden immer aggressiver und zeigen mit dem Finger auf die PL-Mine. Es werden so viele Menschen vermisst, dass wir anfangen, verdächtig zu wirken. Die überirdischen Einheiten haben vorerst aufgehört, ein Auge zuzudrücken und haben aktiv damit begonnen, Leute anzuhalten, bevor sie die Mine betreten. Glücklicherweise sind wir für unsere erstklassigen Sicherheitsvorkehrungen bekannt, sodass man davon ausgehen kann, dass sich niemand freiwillig Zutritt verschaffen kann. Sollte ein Ermittler eine Inspektion verlangen, werde ich sie sofort informieren, um die Tiefe zu überfluten. Linda, 21.08.1931. Sehr Schon schön. damals so heftig, also holla die Waldfee. Der Betrieb auf den unteren Ebenen ist optimal. Die Bevölkerung ist weiterhin unter Kontrolle und wir glauben, dass wir genügend Leute in Rot haben, um die Anforderungen zu erfüllen. Bitte lassen Sie vorsichtshalber weiteren Abenteurer in die Mine für den Fall, dass wir zusätzliches Personal benötigen. Melden Sie sich bis Ende der Woche mit einem vollständigen Bericht über die Bauarbeiten bei mir zurück. Vergessen Sie Ihre Maske nicht. Morris Kingston. Wie immer, vergessen Sie nicht, alle erhaltenen Unterlagen zu verbrennen. Wollen alle die Dokumente verbrennen, damit da nichts mehr nachweisbar ist, was da so Das hat passiert. ja super funktioniert von der Ja. Linda und von dem Maurice. So, okay, dann gehe ich mal. Okay, hier ist 5. Warum steht hier eine 5 drauf? Ich weiß nicht, ob ich mir das vorsichtshalber aufschreiben sollte. Dass Ich hier nehme ein mal einen. Schrank mit einer 5 ist? Ja. Man weiß ja nie, ich schreibe mal Dev 3 und 5 auf. Schrank 5 auf. Okay, Schrank 5. Nicht, dass dann nachher daraus wieder eine Kombination für irgendeinen anderen Kram wieder passiert. Das kann natürlich gut möglich sein. So, Dev 3, Schrank 5. Juri, haben wir. Okay. Dann gucken wir mal hier weiter. Oh, hier haben wir nochmal eine Kassette. Ja, die können wir uns wieder ganz toll anhören. Meine Ängste wären real. Ich habe Dinge gefunden, Dinge gelesen, die besagen, dass ich anscheinend nicht rauskommen werde. Selbst wenn ich die Oberfläche erreichen würde, würde ich vom Militär abgeschossen werden. Offenbar ist es leicht hineinzukommen, aber unmöglich wieder raus. Das macht mir eine Heidenangst, also weigere ich mich, weiterzugehen. Wenn Sie das hören, verschwinden Sie. Okay, hier vorne haben wir noch was liegen. Oh Oh, ja, haben schön. wir Bolzen, Schneiderle. Den nehmen wir natürlich mit. Und hier haben wir noch ein bisschen eine Rolle Kupferdraht. Die nehmen wir natürlich auch mit und verkaufen die. Teuer So, Geld. okay, ja, tatsächlich. Ja, können wir jetzt mit dem Bolzenschneider aber irgendwas aufschneiden? Hatten wir jetzt am Schrank 5 irgendwas gehabt, wo du sagst, ah nee, wir hatten an der einen Tür war ein Schloss. So ein Ja. Vorhängeschloss. Waren hier Feuer? Ich bin mir nicht sicher, aber waren hier Nein. Kreuze? Da waren keine Kreuze. Ach du Ach, hey. Scheiße.
Oh, okay, wo kommen denn die jetzt alle her? Oh, okay, krass. Okay. Oh. Oh, shit, ey. Okay, das können wir noch von einer. Oh, krass. Oh. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. So, okay, haben wir mit dem Bolzenschein aufgemacht. Machen wir wieder zu, das Scheißding. Das ist ja fürchterlich, ey. Gott, wo kam er denn her? Der von oben. Oh, der kam von oben. Oh. Wir haben auch lange kein Detection mehr gehabt, also. Ja, ne? Also kann ich auch drauf verzichten, aber das, selbst das wäre für mich schon. Wasser. Okay. Oh je, okay. Kann auch nur langsam laufen jetzt gerade, anscheinend wird das Wasser tiefer. Shit. Fuck. Ach je. So, scheinbar müssen wir irgendwie da hochkommen zu den Fässern oder so. Ach, meinst du wegen dem Öl? Ja, irgendwie müssen wir ja an Benzin kommen. Das stimmt. Da war ja noch was. Okay, irgendwas stresst mich. Irgendwas stresst ihn richtig gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt nass sind irgendwie. Und wir haben den Kanister mit Benzin gefunden. Beruhigt er sich jetzt wieder? Die Frage ist, ist der voll oder... Der Gas ist jetzt halb voll mit Benzin. That should enough to power the generator. Okay, alles klar. Wir haben auf jeden Fall genug. Na denn? Als ob du da runterspringen kannst, geil. Okay, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, warum ist jetzt hier zum... Oh, Scheiße. Oh, darum, shit. Darum, mach mal ein Foto. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Hey, Kumpel, na, alles cool bei dir? I feel lightheaded. So, ja, wie? Okay, ja, es fühlt sich an, als ob er fällt. Das ist ja toll. It's getting stronger and stronger and further I descend. Ja. Perhaps the air pressure of death is getting to me. I don't know. Mach da fucking Licht an, Alter. Wait. Wasn't I just attacked? Am I dead? Will I never wake up again? Du bist wach. Mach das Licht an, Alter. Los. Mach an! Oh nein. Oh nein, lass das Licht aus. Oh. Wo sind wir? Was I just standing there unconsciously? Looking at the tree? Als ob er da die ganze Zeit rumgestanden hätte und sich das einbildet und auf den Baum starrt, ey. Hallo? Ja, okay, alles klar. Na, wir haben uns jetzt erstmal hier nochmal ein Brett geschnappt und hier haben wir nochmal Golden Coin. Wozu brauchen wir denn bitte eine goldene Münze und ein Stick of TNT? Ja, also, den brauchen wir auf jeden Fall. Oh, hier haben wir nochmal einen Zettel. Hellhol. They are turning us into fucking monsters. Help. Ja, okay, gut. Das braucht man, glaube ich, nicht übersetzen, oder? Also. Nee. Ich wäre dafür, dass wir einfach zurückgehen. Also an seiner Stelle wäre ich schon lange zurückgegangen. Jemands Hellhol? Ja, komm, renn da. Nee, mal doch. Du kannst ja mal so einen Glowstick runterschmeißen. Oder Wooden Plank drüber packen. Okay. Die Planke, das ganze Ding? Oh, das... Oh, nee. Der, da ist auch eine Planke. Ja, ich weiß, aber dann würde ich da runterfallen und komme nicht mehr hoch. Die Frage ist, wie hoch komme ich jetzt, wenn ich hier hochgehe? Bevor ich jetzt über einen Point of No Return gehe. Okay. Und setze hast du denn, guck mal nochmal kurz, in deinem Inventar hast du denn noch die... Jo, hast du, okay, den Benzinkanister, würde ich wissen. Ja, das hat sich wohl erledigt. Ach, Kacke. Scheiße, hätte ich mal das Brett vielleicht da oben hingelegt.
Tja, na, dann muss ich wohl ins Hellhol. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen. Hachai, muss ich hier. Hellhol, kann ich da mitnehmen? Ja, da kommen noch so leichte The Forest Flashbacks bei mir jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das die richtige Idee war, jetzt hier reinzugehen. Ich meine, wir hatten keine andere Möglichkeit, aber... Was ist das? Den Aufzug, aber der ist nicht funktional. Sendette. Wunderbar. Büppi. Wunderbärchen. Door was unlocked. Und ein Teddy. Eine gute Fliege. Eine fette Fliege, so. Ihr seid alle so verrückt nach Blut. Glauben Sie, dass das Trinken Sie zu Übermenschen macht? Gibt es hier unten etwa Vampire oder so? Tag 1 des Aufenthalts hier. Sehr coole Tunnel mit einem immensen Gefühl von Klaustrophobie. Ich bin sicher, es wäre nicht so schlimm, wenn die Leute hier nicht so seltsam wären. Okay, also wir haben hier anscheinend eine Gefangenensituation. Ich weiß auch nicht, ob das, haben die das als Attraktion verkauft? Oh. Selection, okay, Auswahlkriterien, Name, Geschlecht, Alter, Haarfarbe, Rasse, Augenfarbe, Höhe, Gewicht, Physical, Accept, EQ, Deny. Ja, es ist natürlich die Frage von wegen, von wann ist der Zettel, war 1931 und 1968, da stand da wahrscheinlich... Wie sind wir denn hier eigentlich? Das ist auch eine gute Frage. So, tolle Puppenland. Gibt's immer mehr und immer mehr. Oh, TNT, Dynamite. Und, aber, hier ist doch immer Zeit für ein paar Spielzeuge. Ein zerpflückter Karton. Ist das, die haben hier unten Kinder auch ja, gehalten, wenn man so will? Also... Nimm mal das dezente Rad hier mit. Ja, ad hoc würde ich sagen, wenn ich hier Spielzeug finde, dann haben die auch Kinder hier gehabt. Oh, die Frage ist, ob sie die jetzt hier eingesperrt haben oder, ne, oder ob sie die hier gezeugt haben. Hey. Das hättest du wahrscheinlich fotografieren können, dass sich das da gerade bewegt. Meinst du? Ja, also während es fällt wahrscheinlich, glaube ich. Weil wenn du es jetzt fotografierst, glaube ich, kannst du mal machen? Nein. Okay. Das tue ich nicht. So, bis jetzt ist das Höhlenloch ja nicht so schlimm, würde ich sagen, aber hier ist gerade, hier ist was abgegangen. Hier ist ein bisschen was abgegangen gerade, Freunde. Eine Kleinigkeit. So, the leveler is not functional. So, jetzt aber bitte. Klick, 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 klick. Ah, wir sind hier alle mit Stahl, aber die Brücke ist der letzte Holzwichs, Alter. Das ist großartig. Ach ja, schön. Oh Gott. So, und das ist jetzt schon wieder so ein Punkt, wo ich jetzt hier wirklich nur noch... Oh, und das ist aber ein schöner Baum. Der war riesig. Ja, wieso was hier so wachsen kann, mal so unterirdisch, ohne Licht, ohne nichts. Ich frage mich auch noch, wir haben ja im Inventar haben wir ja auch noch die Glowsticks, also hier, ne, die Knicklichter. Ja. Wofür wir die denn noch benötigen? Weiß, okay, mal, aber hier am Baum eine Lampe angebracht, wa? Da stehen sie auf Ambient hier, ne, da gibt's mal nix. So, ihr Lieben, ich habe ein Fotoapparat und ich werde ihn benutzen, wenn ihr so weitermacht. So, oh Gott, Alter, oh Gott, geh mal hier, ach du Scheiße, soll ich jetzt da hinspringen? Ist das nicht euer Ernst oder was? Mag ich nicht. Okay. Das war jetzt doch nicht so schlimm wie gedacht. Nein, Alter, Sek. Ach, ey, guck doch mal bitte. Das sind doch locker 5 bis 6 Meter. Keiner würde das tun. Wir hätten jetzt übrigens die... So halbherzig, einfach so. Wurf. Oh Gott.
Du kannst es auch nicht mehr einsammeln, ne? Du hast ja auch nur begrenzt davon. Echt? Kann ich nicht ein... Ah, oh, das aber... Das... Ja, na gut, dann haben wir es mal gemacht. Okay. Ah, irgendeine Scheiße passiert. Irgendeine Scheiße passiert. Oh nein. So verrücktes Lachen finde ich in so einem schwarzen, dunklen Tunnel auch echt heftig. Das erinnert mich jetzt wirklich gerade sehr stark an The Forest hier. Ey, wir können ja nirgendwo zurück, ne? Nee, also... Ständig Point of No Returns hier. Ey, oh fuck, Alter. Hatten wir in der Notiz gehabt, um zu rauszukommen, müssen wir tiefer rein. So, ist ja toll hier. Schön jetzt, ein Verrückten hier. So, immer nach rechts mal runter. Immer den Kreuzen nach, oder was? Sie sind überall Kreuze. Überall. Überall. Ach, ey. Okay. Ein bisschen erschrocken. Ich auch. Damit zuckt. The device is missing. The valve wheel. Okay. Hier brauchen wir ein Drehrädchen. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Alter. Das war eine Falle. Die ist runtergekommen. Wärst du jetzt da reingegangen und sonstiges, dann wärst du aufgespießt worden. Shit. Das ist ganz schön unfair. Wer macht denn sowas? Hallo? Ah. Ah. Na, das war ja einfach. Also ich weiß, wir sollten zurück zu dem anderen Dings gehen, aber ich wollte mir die Ecke hier hinten nochmal angucken. Du bist ja immer sehr neugierig, was das angeht. Ja, ne, das sind immer so Ecken, wo man gerne irgendwas versteckt. Ich wüsste jetzt zwar nicht wofür, also vielleicht diese goldenen Münzen oder irgend sowas. Aber was? Das ist doch... Oh, okay, mal hier. Captured. 5. Ja. 5 Fotos. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Er dreht einfach mal ganz beruhigt hier das Rad. Hey, hey. Alter, es ist dunkel. Ich sehe nichts. Es ist krass, weil ich sehe auch so gut wie gar nichts. Oh, hier kommt doch gleich irgendeine Scheiße, Alter. Irgendetwas kommt doch gleich. Übrigens nur mal so zur Info, wir sind jetzt bei 700 Meter. 700 Meter? Oh fuck. Ey, stell dir vor, 700 Meter und, oh Gott, soll ich hier runterspringen? Das kann's doch nicht sein, oder? Oder? Also. Nee, nee. Ah, okay, alles klar. Glibber. Also man stell sich doch mal vor, du bist 740 Meter unter dem Boden. Ja, vor allem auch der Druck, du hast ja, also umso tiefer du gehst, umso höher wird ja auch der Druck, also. Oh, nee. Gottes Willen, ach du Scheiße. Ja. Hast du was zum Naschen mitgenommen? Ja, sieht so aus und du bist, muss ich sagen, Top-Fotograf. Ich bin der Fotoshooting des Grauens. Mich ganz groß dabei. Oh, ein bisschen The Ring. Hm. Vielleicht brauchen wir dafür einen The Glow? Glowstick? Kannst du mal einen runterschmeißen? Du, wir haben nicht so viele Glowsticks. Wir haben nur einen. Ja, ja. Einen hast du ja schon. Was war das? Das war mein Rucksack, den ich zugemacht habe. Zzt. Mit dem Hosenstein, weil ich gleich rinpieseln werde. Rot. Wirklich? Really? Blut? Ich gehe einfach mal Richtung Licht. Okay. Also, ist in der Hoffnung, dass das gut ist. Ist ja leider auch der einzige Anhaltspunkt, den wir jetzt so haben. Ja, ne? In die Richtung zu... Nein, Alter. 72. Also klar, wenn die Zahl halt höher ist, ist das natürlich ein Indikator dafür, dass irgendetwas in deiner Nähe ist, ne? Ja. Aber was? Vielleicht auch einfach der Indikator, dass du, wenn du zu lange da verweilst, dass du dann irgendwie insane wirst, also verrückt. Ah. Könnte ja auch sein. Oh, das ist natürlich auch eine gute These, Benny. Okay. Interessant. Und
immer tiefer und tiefer und tiefer, meine Fresse. Alter, wir sind bei 940 Meter, ey. I'm going, I'm going, I'm going deeper underground. So, hier haben wir noch eine Kassette. Alles, was noch zu tun ist, ist nach unten zu gehen. Als ich an der Oberfläche ankam, wurde ich nicht erschossen. Aber die Männer der Herberge richteten diese großen Gewehre auf mich und forderten mich auf, wieder hinunterzugehen. Ich hätte mich weigern können, aber ich bin sicher, dass ich jetzt tot wäre, wenn ich es getan hätte. Ich bin sprachlos und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Welt dreht sich gerade im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne. Ist das überwältigende Angst? Habe ich vielleicht gerade einen psychotischen Anfall? Ja. Nicht so schau. Nee. So, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir irgendwo einen Schrank gefunden hatten, wo eine 5 drauf steht? Hat das noch irgendeine Relevanz hier, irgendwie 500 Meter tiefer? Alter.